Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. EU, leistet Widerstand gegen AKW-Sen in einem Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen. Schließt euch fest zusammen. Der Zusammenhang zwischen der Technik der Atomkraftwerke und dem Bau der Atombombe bezeichnen Fachleute als Dual Use, also in zweierlei Richtungen zu gebrauchen. Und zwar kann man die Technik, die Ausstattung, die Materialien für das eine wie für das andere gebrauchen. Aus diesem Grunde ist der Bau von Atombomben und die Nutzung der Atomkraftwerke oder der Atomenergie sind das zwei Seiten der tödlichen Medaille Kernkraft. Die Lobby der Atom oder die Atomlobby ist der Meinung, dass das nicht stimmt und dass das von uns praktisch falsch interpretiert wird. Aber es ist so, und das ist ein ganz guter Beweis, dass die sechs Staaten mit den meisten Atomkraftwerken alleine 97% aller Atomwaffen besitzen. Es besteht also ein Zusammenhang dazu. Die Bundesrepublik selbst hat keine Atomwaffen, aber die Bundesregierung, alle Bundesregierungen bestehen darauf, dass die Teilhabe an den Atomwaffen für Deutschland auch gilt. Aus diesem Grunde haben wir in Büchel, im Hunsrück, immer noch amerikanische Atomwaffen liegen. Diese Atomwaffen müssen weg und wir haben das seit vielen, vielen Jahren gefordert und wir werden es weiter fordern, denn auch sie sind eine Quelle der Gefahr. Ich erzähle euch sicherlich nichts Neues, dass in der neuen NATO-Strategie der Ersteinsatz von Atomwaffen enthalten ist und dass im Lissabon-Vertrag auch dazu zugestimmt wird, dass Atomwaffen eine Option sein können. 1986 haben wir als Berliner Friedenskoordination das Deutsch-Japanische Friedensforum gegründet. Einer, der in diesem ersten Gespräch dabei war, habe ich seit langen Jahren eben hier getroffen. Tashiro, ich grüße dich und freue mich, dass ich dich gesehen habe. Wir haben das damals mit einem japanischen Schriftsteller gemacht, der Vietnam-Kriegsgegner war und haben über viele Jahre einen Austausch zwischen Japan und der deutschen Friedensbewegung gemacht. Als wir 87 das erste Mal nach Japan fuhren, begegneten wir auch Gruppen, die sich dafür einsetzten, dass keine Kraftwerke in Japan mehr gebaut werden und begründeten das genau mit dem, was jetzt passiert ist. Und sie sind nicht gehört worden. Ich erzähle euch deswegen, weil sie eine zu kleine Gruppierung waren, um sich damit durchzusetzen. Das wird ja heute sicherlich anders sein. Aber über die vielen Jahre, wo wir den Kontakt hatten, spielte diese Gruppe innerhalb der Friedensbewegung in Japan keine große Rolle. Wir konnten das damals gar nicht verstehen, da uns allen klar war, dass Japan eins der erdbebengefährdeten Länder ist. Aus diesem Grunde habe ich mich auch gefreut, dass Uwe mich hier angesprochen hat zu sprechen. Ihr als AKW-Gegner und wir als Antikriegsbewegung müssen zusammengehen. Ich denke, wir werden nur etwas erreichen, wenn Bewegungen stark sind. Die Regierungen müssen unbedingt Druck bekommen und den Druck müssen wir herstellen. Ich weiß, dass das schwer ist. Ich arbeite seit 30 Jahren in der Friedensbewegung, aber die Menschen, die sich jetzt allen Ortes eigentlich in unserem Sinne äußern und den Umgang mit der Atomenergie, Atomkraft ablehnen, die müssen wir versuchen zu gewinnen. Es ist egal,
auf welchen, in welchen Bereichen der Bewegung, aber ich denke, wir müssen selber sehr viel tun dafür. Wir müssen aktiv werden, die Menschen ansprechen, versuchen mitzunehmen. Und auch solche Veranstaltungen wie heute müssen größer werden. Sonst nimmt die Regierung uns nicht ernst und wir werden es nicht erreichen und es wird uns gehen wie in Japan. Ich denke... Einen ersten Schritt habt ihr und wir, also die AKW-Bewegung und wir, die Friedensbewegung, aufeinander zugetan. Wir haben uns im Dezember diesen Jahres, also schon vor diesem furchtbaren Unglück und der Katastrophe, dazu entschlossen, in diesem Jahr den Ostermarsch gemeinsam zu machen. Und wir haben uns sehr darüber gefreut, obwohl das ja nicht alles ganz einfach ist und wir unterschiedliche Standpunkte haben in manchen Dingen. Die können wir aber weiter beibehalten, wenn wir in dieser einen Frage wirklich gemeinsam gehen. Damit können wir stärker werden. Ich rufe euch auf, am Samstag vor Ostern am Ostermarsch teilzunehmen. Und wir rufen unsere Leute auf, dazu mit nach Lubmin zu fahren. Die ersten Ostermärsche hatten den Slogan Kampf dem Atomtod. Das ist 52 Jahre her und ich brauche niemandem zu erzählen, dass das aktuell wie heute ist. Ne? Und ich denke, wir müssen diesen Ruf Kampf dem Atomtod unbedingt weiter beibehalten in den verschiedensten Variationen. Erlaubt mir jetzt noch zum Schluss einen weiteren kleinen Eindruck aus Japan zu erzählen. In Nagasaki gibt es einen Platz, auf dem eine katholische Kirche stand, die dann auch ausgelöscht wurde bei dem Atombombenabwurf. Und es ist von dieser Kirche nur ein großes Stück einer Säule stehen geblieben. Diese Säule hat ein tief eingebranntes Loch. Der Stein ist ein Granit und wenn man drauf sieht, hat man das Gefühl, als hätte der Stein eine tiefe Wunde. Immer wenn ich an diesen Stein denke, und das Bild verfolgt mich eigentlich immer wieder, wenn wir in solchen Zusammenhängen was zu tun haben, dann habe ich das Gefühl einer großen Anklage auch der toten Materie. Und ich denke, diese Verantwortung treibt mich an und ihr werdet auch solche Dinge und Erlebnisse haben, die euch antreiben. Lasst uns gemeinsam diesen Weg gehen, er wird nicht leicht sein. Leistet Widerstand gegen AKWs in jedem Land. Schließt euch fest zusammen, schließt euch fest zusammen.